Ich kündige es gleich an. Ich werde diese Drucksache verreißen. Das ist ein Entwurf der SPD-Fraktion für ein neues Einwanderungsgesetz. Und es liest sich ja erstmal toll. Es soll nach Punkten gehen, es soll nach Qualifikationen gehen. Nur so geht es nicht. Ja, es wird zwar richtig festgestellt, und das fand ich dann doch wieder lustig, neben der geringen Nutzung der regulären Einwanderungswege ist unsere Gesellschaft mit der Herausforderung konfrontiert, dass in den vergangenen Jahren viele Menschen über den Asylweg nach Deutschland kamen, die nicht auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung waren, sondern Arbeit und ein besseres Leben suchten. Ja, herzlichen Glückwunsch, SPD. Ihr habt endlich mal begriffen, dass da viele Wirtschaftsflüchtlinge dabei waren. Die wollen wir aber auch nicht haben. Und für die machen wir auch kein Einwanderungsgesetz. Sondern wir brauchen ein Einwanderungsgesetz für Qualifikation, damit qualifizierte Einwanderer kommen. Dieser Entwurf bewirkt aber genau das Gegenteil. Zieht dieses Papier doch gerade die weniger Qualifizierten an, obwohl die SPD die ganze Zeit von Fachkräften spricht. Und was will sie dann machen? Sie definiert schon mal Fachkräfte, die irgendwie eine Berufsausbildung haben, die in Deutschland irgendwann mal als einigermaßen gleichwertig anerkannt wird, oder eine Erwerbstätigkeit, die Qualifikationen auf dem Niveau 3 oder einem höheren Niveau des europäischen Qualifikationsrahmens erfordert. Ja, und dann soll es also so sein, wenn man das hat, dann gibt es ein Einjahres-Jobsuchvisum. Also einfach mal eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr. Es ist nicht geregelt, ob man da Sozialleistungen beantragen kann oder wie das läuft. Und wenn man das dann hat, dann hat man irgendwie 3 Jahre. Und wenn man dann noch irgendwie sich einigermaßen über die Runden bringt, 18 Monate muss man in die Sozialversicherung einbezahlt haben und zu dem Zeitpunkt einen Job nachweisen, dann kriegt man die Niederlassungserlaubnis und kann permanent hier bleiben. Da sage ich, was ist das für ein Schwachsinn? Zumal dann auch noch Familiennachzug dazukommt, wo nach Qualifikation nicht mehr gefragt wird. Dieses Papier ist ein Einfallstor in unsere Sozialsysteme. Denn Folgendes wird passieren. Mit diesem Gesetz, wenn es denn beschlossen wird, was wir verhindern werden, kann es passieren, dass jemand, der diese Punkte gerade erfüllt, weil er eine Berufsqualifikation hat. Mehr braucht man nicht. Eine Berufsqualifikation, ob sie in Deutschland gefragt wird oder nicht, ist egal. Jemand, der eine Berufsqualifikation hat, wird sich nach Deutschland setzen, auf ein Einjahres-Jobsuchvisum, wird vielleicht einen bekommen und kann dann bereits den Familiennachzug nutzen, kann also seine gegebenenfalls extrem unqualifizierten Familienmitglieder alle nachholen. Das bedeutet, wir haben eine Zuwanderung direkt in unsere Sozialsysteme, wir haben keinen Gewinn an Qualifikation, wir haben auch keinen Gewinn an Fachkräften und insbesondere keinen Gewinn an Leuten, die, wie die SPD als Ziel formuliert, in unseren Sozialsystemen die Sicherheit leisten können und weiter Beiträge leisten können. Dieses Papier ist ein Papier für den Müll. Es taugt gar nichts. Es ist ein ideologisches Konstrukt. Und so, beim besten Willen, kann man nicht Politik machen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die AfD eine bessere Idee für ein Einwanderungsgesetz vorlegt. Wohl basierend auf Punkten, aber dann bitteschön nicht mit diesen Absurditäten, die dieses SPD-Papier enthält. Vielen Dank.